Der Himmel fasziniert uns seit Menschengedenken. Schon die alten Ägypter vor rund 5000 Jahren hatten den Himmel fest im Blick. Ihr Kalender basierte auf der genauen Beobachtung des Sterns Sirius. Auch die Maya und Assyrer richteten wichtige Gebäude nach den Sternen aus. Das Bestreben, immer besser und immer weiter hinaus ins All schauen zu können, trieb Wissenschaftler an, immer neue Geräte zur Sternenbeobachtung zu bauen. Es war ein weiter Weg vom ersten Teleskop im Jahre 1608 bis zum VLT oder gar zum Hubble Space Teleskop. VLT ist die Abkürzung für Very Large Telescope und genau das ist es, ein sehr großes Teleskop in der Atacama-Wüste im Norden Chiles. Das VLT besteht eigentlich aus vier baugleichen Teleskopen, deren Spiegel zusammengeschaltet werden können. Ein einzelnes dieser vier beweglichen Teleskope wiegt 430 Tonnen. Die Hauptspiegel dieser Giganten haben einen Durchmesser von je 8,2 Metern. In den letzten Jahren wurde das VLT so sehr optimiert, dass es, obwohl es von der Erde aus und damit durch die Atmosphäre hindurch beobachtet, eine bessere Auflösung erreicht als das Hubble Space Teleskop draußen im All. Gemeinsam sind VLT und HST, also Very Large Telescope und Hubble Space Telescope, ein mächtiges Hilfsmittel, um wirklich weit ins All hinaus und damit tief in die Entstehungsgeschichte des Universums hineinzublicken. Das klingt nach einer fantastischen Zeitreise und genau genommen ist es das auch. Wir wissen, Licht reist mit, na klar, Lichtgeschwindigkeit, mit rund 300.000 Kilometern pro Sekunde. Ein Lichtjahr wiederum ist die Strecke, die das Licht in einem Jahr zurücklegt. Nehmen wir also an, wir beobachten einen Himmelskörper, der exakt ein Lichtjahr von uns entfernt ist. Was wir oder unsere Teleskope sehen, ist das Licht, das von eben diesem Himmelskörper ausgeht, egal ob er selbst leuchtet oder das Licht nur reflektiert. Das wiederum bedeutet, dass das Licht und damit das Bild, das wir sehen, exakt ein Jahr alt ist, wenn es bei uns ankommt. Denn das Licht war ja ein Jahr unterwegs. Okay, das war jetzt eine ziemlich langweilige und auch ein wenig poplige Zeitreise, aber VLT und HST fangen das Licht von Objekten und Galaxien ein, die unzählige Lichtjahre entfernt sind. Gerade kürzlich ist es Astronomen gelungen, über 13 Milliarden Lichtjahre weit ins All und damit 13 Milliarden Jahre zurück in der Zeit zu schauen. Das hier ist das UDF, das Ultra Deep Field des Hubble-Teleskops. Dort im UDF wurde die Galaxie mit der etwas uneinprägsamen Bezeichnung UDFY-381-355-39 entdeckt. Das weit entfernteste Himmelsobjekt, das das menschliche Auge je erblickt hat. Spielen wir nochmal ein wenig mit den Zahlen. Die Galaxie UDFY-381-355-39 ist rund 13,1 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt. Der Urknall soll sich vor rund 13,7 Milliarden Jahren ereignet haben. Das wiederum bedeutet, dass die Bilder, die wir heute von der Galaxie sehen, 13,1 Milliarden Jahre alt sind und diese Galaxie zu der Zeit gerade einmal 600 Millionen Jahre alt war. Und genau das macht die Sache so spannend. Wir blicken nämlich in unsere Vergangenheit, in eine Zeit zurück, in der weder wir noch die Erde noch das Sonnensystem schon existiert haben. Eine Art astronomische Ahnenforschung. Doch die 13,1 Milliarden Lichtjahre sind noch nicht das Ende. Forscher rechnen damit, dass wir schon sehr bald sehr viel weiter hinaus ins All schauen können. Und während Astronomen so mehr über die Vergangenheit des Universums lernen, können wir wunderschöne Bilder weit entfernter Galaxien bestaunen. Eine sehr angenehme Art der Arbeitsteilung, nicht wahr?